Auf Instagram, auf YouTube, aber auch in unserer Facebook-Gruppe kriegen wir permanent die Frage gestellt, wie baue ich meinen Trainingsplan vernünftig auf, wie sollte der strukturiert sein, damit ich Fortschritte erziele. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir heute einfach mal ein Video genau darüber, wie man grob einen Calisthenics-Trainingsplan aufbaut, vor allem für Calisthenics-Einsteiger. Denn da gibt es viele verschiedene Unterschiede, viele verschiedene Systeme auch, die grundlegend aber ja, stark abweichen können. Deswegen möchte ich heute eher mal auf der Meta-Ebene eine Trainingsplanung ja, beschreiben bzw. erklären, die gezielt für Calisthenics-Einsteiger auch dann gedacht sind. Also wenn du schon extrem fortgeschritten bist, dann ist das das Falsche. Dann braucht man bei dir wieder eine bisschen andere Struktur. Das geht jetzt wirklich primär für Einsteiger, die einfach mit dem Calisthenics-Sport, mit dem Bodyweight-Sport und Bodyweight-Training angefangen haben oder gerade dabei sind, und da zähle ich alles dazu, was noch nicht in der Lage ist, 10 bis 15 Klimmzüge zu meistern. Also wenn du das noch nicht kannst, dann ist das genau das Richtige für dich. Und zwar haben wir den Marcel, ja, der Marcel, das ist unsere Person, und zwar der möchte gerne einen Handstand lernen, der möchte gerne in den Klimmzügen besser werden, der möchte gerne ja, auch Dips, die ganzen Bodyweight-Übungen, da möchte er stärker werden, easy 10, 20 Wiederholungen schaffen, damit er auch bald mit den ja, Calisthenics-Skills durchstarten kann. Und der Marcel hat 3 bis 4 Tage Zeit zum Trainieren, und das ist was ganz, ganz wichtig ist, weil da kann man dann entscheiden, wie viel, ja, wie oft macht man welche Übungen und so weiter und so fort. Aber wie baut man jetzt so einen gezielten Trainingstag auf? Ja? Jetzt fangen wir immer an mit einem Warm-up. Das Warm-up sollte grundlegend ein allgemeines Warm-up sein, so dass du einfach gut warm bist, dein Herz-Kreislauf-System in Schwung bringst und ja, so leicht angeschwitzt bist, sage ich jetzt mal. Dann kannst du ein bisschen spezifischer ins Warm-up gehen. Da geht es dann wirklich darum, verschiedene Gelenke, Bewegungsmuster schon mal zu trainieren, warm zu machen, vor allem die Schultern, kümmere dich um die Schultern, damit die schön warm sind, damit die mobil sind, die Handgelenke und den Ellbogen, damit du da schön warm, schön mobil bist, damit du auch dann einfach ready fürs Training bist, ganz, ganz, ganz wichtig vor allem, um einfach auch Verletzungen vorzubeugen, denn viele Entzündungen oder Wehwehchenverspannungen kommen nämlich genau daher, dass man sich einfach zu wenig warm macht. Nach dem Warm-up gehen wir rein und zwar fangen immer mit Handstandtraining an. Ja? Handstandtraining mit deiner Progression, die für dich gerade Sinn macht. Alles, was an der Wand abspielt, macht da Sinn. Primär mit dem Bauch zur Wand. Deswegen da erstmal dann quasi so ein Handstandblock mit einbauen, hat einfach auch den Vorteil, dass das Handstandtraining zusätzlich auch nochmal ja, vor allem deinen ganzen Körper nochmal erwärmt, ja, damit die Schultern einfach auch richtig, richtig ready sind dann für das Krafttraining und du am Anfang einfach den maximalen Fokus hast, da hast du die Kontrolle, du hast am meisten Kraft, du hast das beste Körpergefühl am Anfang vom Training, und deswegen brauchen wir genau diese Eigenschaften für den Handstand, und deswegen machen wir den Handstand am Anfang vom Training. Danach kommen wir dann quasi in den Kraftpart, kann man sagen. Da starten wir immer mit den komplexesten und schwersten Übungen für dich. Das bedeutet, wie Klimmzüge, wie Dips, ja, alles mögliche, Pike Push-Ups sind für unser Level, für den Marcel auch noch sehr anspruchsvoll. Das sind dann alles Übungen, die wir am Anfang vom Training machen, ja, weil wir da einfach auch noch das Maximale an Kraft haben. Achtung, hier arbeiten wir primär, je nach Level jetzt nochmal genau, aber meistens eher in einem Maximalkraftbereich, deswegen darfst du auch da ein bisschen mehr Pause machen. Das bedeutet, da einfach auch mal schauen, dass du da 2, 3, 4 Minuten teilweise Satzpausen machst, damit du dich maximal regeneriert für den nächsten Satz vorbereiten kannst. Ja? So, dann haben wir unser Krafttraining, die komplexen Übungen, meistens die Übungen, die wir auch besser werden wollen, wo wir ein Ziel haben, Klimmzüge steigern, Dips steigern, an der Technik arbeiten, besser werden, kommt immer dann am Anfang vom Training, beziehungsweise nach dem Handstand, am Anfang vom Kraftblock, und dann werden die Übungen immer
leichter und weniger komplex. Ja? Da sprechen wir dann jetzt zum Beispiel von Australian Pull-Ups, einer Ruderbewegung, normalen Liegestützen, von Face Pulls, Reverse Flies, Seitheben, Bizeps Curls, merkst schon, das sind dann alles Übungen, die weniger komplex sind und die mehr in die Assistenzübungsrichtung geht, denn nach unseren Main Lifts, kann man sagen, kommt dann eher die Accessory Work, also das ganze Assistenztraining hinterher. Da hängt es dann brutal davon ab, von der jeweiligen Person nochmal, welche Übungen man da wählt, vor allem auch, warum man sie wählt und wie viele Sätze, in welchem Wiederholungsbereich man das Ganze trainiert. Das hängt dann immer noch von Person zu Person direkt ab, deswegen kann ich das jetzt hier nicht besprechen. Aber grundlegend einfach für den Aufbau, dass du da weißt, okay, alles klar, so sollte das Training strukturiert sein. Warm-up, spezifisches Warm-up, Handstand, Krafttraining, die Mainlifts, wie jetzt zum Beispiel Klimmzüge, Dips und Co. Und dann die Accessory Work. Ja? Wenn du jetzt schon ein bisschen besser bist, dann kommt bei den Mainlifts, kommt da davor nochmal ein bisschen Skilltraining, zum Beispiel Backlever kann man damit einbauen. Ja? Und genau. Das wäre so der optimale Ablauf von einem soliden Trainingstag. Genau. Das Ganze machst du jetzt natürlich nicht jeden Tag das Gleiche, sondern musst du dann eben aufbauen, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Das sind dann verschiedene Systeme, ob ich jetzt einen Pull-Push-Plan mache quasi, wo ich Ganzkörper-Pull, Ganzkörper-Push, dann wieder Ganzkörper-Pull, Ganzkörper-Push. Wenn du nur dreimal die Woche trainierst, dann kann das schon mal nicht aufgehen, ja, weil dann hast du zweimal Push und einmal nur Pull zum Beispiel. Deswegen muss man da dann mehr in eine Systematik reingehen, wo man dann sagt, okay, man macht vielleicht Pull-Push dreimal in der Woche, hängt dann aber wiederum von der Person ab, ob sie auch in der Lage ist, dieses hohe Volumen dann auch zu vertragen oder ob es dann Probleme im Ellbogen oder sonst irgendwas gibt. Deswegen beginnt jetzt so die richtige Arbeit nochmal, aber das, wie gesagt, muss einfach individualisiert werden, damit das Training für dich dann auch funktioniert, ja, denn das ist ja genau das, was bei, sag ich mal, auch standardisierten Trainingsplänen immer das große Problem ist. Die sind vielleicht gut aufgebaut, aber trotzdem hilft es nichts, wenn es nicht auf dich angepasst ist, denn da geht es dann schnell mal in eine Richtung, wo du einfach nicht mehr hinterherkommst, dann sehr schnell überlastest oder es ist zu leicht, dann kommst du auch nicht voran und das ist dann nicht das Optimale. Wenn du dich jetzt fragst, wie das Ganze genau für dich aussehen kann oder aussehen muss, damit du da auch mal gezielt vorwärts kommst, dass du besser wirst, dann melde dich sehr gerne bei uns. Trag dir einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch ein unter www.flex-calisthenics.com. Trag dir gerne einen Termin ein, dann rufen wir dich an, schauen wir und ob wir dir da weiterhelfen können. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder telefonieren hoffentlich bald miteinander. Ich freue mich, bis dahin, dein Flex. Ciao.